Die La Rosa de San Diego Classico Robusto Natural. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Etwas Genuss. Und heute geht es um diese Zigarre. Es geht um die La Rosa de San Diego Classico Robusto Natural. Was ist ein Name? Muss man auch erstmal durchkommen durch den Namen. Diese Zigarre wurde mir von einem Zuschauer empfohlen, der tatsächlich schon länger mit dabei ist, den ich mittlerweile auch recht gut kenne, der auch in unserer Facebook-Gruppe ist, in den Genussfreunden. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Der gute Heiko hat mir diese Zigarre empfohlen. Und da musste ich tatsächlich zuschlagen. Das Ganze liegt vor allen Dingen daran, dass ich weiß, dass Heiko und ich im Grunde sehr unterschiedliche Zigarren bevorzugen. Wir da tatsächlich auch öfters mal im Austausch stehen und uns Zigarren empfehlen, die vielleicht dem anderen auch einfach nicht in das übliche Spektrum fallen. Und ich habe das Gefühl, dass die La Rosa de San Diego Classico Robusto Natural, ich werde sie einfach die La Rosa nennen, ja, können wir uns darauf einigen, dass die vielleicht mal ein kleines Abenteuer für mich wird. Das ist zumindest meine Hoffnung. Die Zigarre kostet 7,20 Euro im Robusto-Format. Wir haben es hier mit hauptsächlich Nicaragua-Tabak zu tun und dann im Um- und Deckblatt sind wir in Ecuador unterwegs, wenn ich mich nicht vertue. Es kann auch sein, dass ich mich gerade vertue. Kann sein, dass nur eins von beiden Ecuador ist, aber ich weiß, es ist auf jeden Fall hauptsächlich Nicaragua und dann noch ein bisschen Ecuador. Es ist ein Robusto. Ihr wisst, ich mag Robustos, Heiko mag Robustos auch, das weiß ich auch. Von daher sind wir uns in der Hinsicht sehr, sehr ähnlich und einig. Die Zigarre wirkt relativ festgepackt. Die gibt wenig nach. Das spricht für viel Einlage. Wenn wir vorne reinschauen, sehen wir auch viel Einlage. Was mir natürlich direkt auffällt, ist, wir haben drei Banderolen am Start. Wir haben eine Fußbinde, wir haben hier die mittlere Binde, die einfach die Verarbeitungsart da trägt, nämlich Natural. Und wir haben dann hier oben die Hauptbanderole. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich habe noch keine La Rosa geraucht. Das wird meine erste und ja, hoffentlich auch nicht die letzte. Der Kalkgeruch ist eher unauffällig. Erinnert mich vom Geruch her eher ein bisschen an Honduras. Das heißt, Honduras-Tabak ist für mich typischerweise, also für euch kann das sehr anders sein, aber für mich ist Honduras-Tabak typischerweise sehr herb, wenig scharf, sondern eher herbe Noten, ein guter Fermentationsgeruch. Und das hat die hier tatsächlich auch mit am Start. Riecht aber sehr angenehm. Kann eine Zigarre samtig riechen? Wenn ja, sie riecht samtig. Spannend, sehr spannend. Ich werde die Zigarre erstmal anschneiden. Dann werde ich den Kaltzug testen und den Kaltgeschmack. Und dann werde ich die Fußbanderole entfernen. Das mache ich dann als allerletztes. Als Anschnitt nehme ich meinen Doppelklingenschneider von Germanus mit Fixierung. Es ist mein Standard-Cutter. Ich mag ihn sehr, was soll ich sagen. Der Anschnitt ging super sauber durch. Das liegt unter anderem auch an der tief runtergehenden dreifachen Kappe. Auch das bedeutet wieder, das finde ich immer sehr schön, wenn eine Kappe tief runtergeht, wenn es hier eine tiefe Schulter gibt. Weil dann könnt ihr im Prinzip den Anschnitt nutzen, der euch am besten mal liegt. Das heißt, ich hätte jetzt hier auch mit dem V-Schnitt arbeiten können, hätte sie auch noch ein Stück weiter runter abschneiden können, wenn ich wollte. Und das ist halt tatsächlich... Ich mag das einfach. Sie ist auch von dem Ende her super voll gepackt. Ich habe es auch beim Schnitt gemerkt. Da ist einfach gut was los bei der Einlage. Das verspricht auf jeden Fall eine ganze Menge. Leichte Creme tatsächlich. Hätte ich nicht mitgerechnet. Dieser samtige Tabakgeschmack kommt durch. Ich habe eine ganz, ganz leichte Note von Kaffee. Ja, ich bin gespannt. Das Ganze vielleicht nochmal für euch zur Einordnung. Es sind Nicaragua-Zigarren. Nicaragua-Zigarren sind für mich immer relativ stark. Ich bin Nikotin-Leichtgewicht. Wer meine Reviews guckt, der weiß das. Das heißt, ich trage eh nicht viel Nikotin. Ich habe wirklich just vor diesem Review noch gut etwas gegessen. Ich habe eine gute Einlage im Magen. Habe danach reichlich Wasser getrunken, auch um den Geschmack vom Essen loszuwerden. Das ist halt auch relativ entscheidend. Ansonsten beeinflusst das, wie eine Zigarre schmeckt. Und habe deswegen mir so eine Grundlage geschaffen. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Nicaragua-Zigarre auch zutreffen wird. Ich bin gespannt. Ich versuche mal die Fußbanderole abzunehmen. Das ist so eine Textilbinde, die mit ein bisschen Klebestreifen festgehalten wird. Also nicht an der Zigarre, sondern nur quasi an sich, an der eigenen Umwicklung. Das kann gut gehen. Ich habe auch damit schon in der Vergangenheit Probleme gehabt.
Und ich bin einfach kein Fan von Fußbanderolen. Also je weniger Banderolen eine Zigarre hat, desto besser, weil dann kann einfach weniger passieren. Ich mag Banderolen, schöne Banderolen mag ich, aber man muss es ja nicht übertreiben. Die ist jetzt hier sauber abgegangen. Gut, da es hätte auch nichts kleben bleiben können, dadurch, dass es halt mit einem Stück Tesafilm festgemacht ist. Und wenn das sauber angebracht ist, passiert nichts. Was bleibt mir anderes übrig, Freunde? Ich werde sie anzünden. Natürlich mit meinem Germanus Jetflame-Feuerzeug. Ich bin nicht von Germanus gesponsert. Das wirkt aber ein bisschen so. Aber es ist für mich, wie ich finde, einfach ein gutes, günstiges Zigarren-Equipment. Findet ihr auch unten verlinkt. Könnt ihr euch mal anschauen, falls ihr da was sucht. Ich habe auch einen Germanus-Aschenbecher hier stehen. Einfach weil es gutes, günstiges Zigarren-Equipment ist. Und das Jetflame-Feuerzeug, das habe ich mittlerweile seit 1,5 Jahren. Und es läuft und läuft und läuft. Und gibt einfach nicht auf. Und das ist halt schön. Wenn man sich ein Jetflame-Feuerzeug kauft, sollte man meiner Meinung nach beim ersten Jetflame-Feuerzeug ruhig auf die doppelte Jetflame gehen. Es gibt ja einfach, zweifach, dreifach, vierfach, habe ich auch schon gesehen. Das ist so eine große Jetflame, macht das gleichmäßige Anzünden der Zigarre natürlich einfacher. Eine große Jetflame macht das Anzünden der Zigarre natürlich einfacher. Aber eine kleine Jetflame kann halt dann praktisch werden, wenn es darum geht, zum Beispiel mal einen Schiefbrand zu korrigieren. Dann macht es Sinn, auf eine Single oder Double Torch zu gehen, wie sie auch genannt werden. Ja, das kann schon echt sinnvoll sein. Es ist heute sehr windig. Das heißt, es kann sein, dass ich beim Anzünden wieder einen Schiefbrand hinlege. Ich versuche gerade, ich bin in der Phase, es wird Herbst, und ich versuche so viele Reviews wie möglich vorzuproduzieren, dadurch, dass ich im Winter selten auf der Terrasse sitzen möchte bei Minusgraden, um ein Review zu filmen. Und im Haus rauche ich halt nicht. Ich habe noch keinen Zigarrenraum. Das wird hoffentlich irgendwann mal kommen. So, sie brennt. Das Germanus-Feuerzeug hat abgeliefert. Schauen wir uns sie doch mal an. Das Erste, was auffällt, ist der absolut grandiose Zugwiderstand. Also ich glaube, damit wird sie vielen alleine schon gefallen. Sie hat einen Zugwiderstand, der spürbar ist, der da ist. Man muss ziehen. Man hat nicht das Gefühl, dass man an einem Strohhalm zieht oder einfach nur Luft. Aber sie ist jetzt auch nicht besonders zu. Also der ist wirklich genau auf dem Punkt, muss man wirklich mal sagen. Rauchabgabe ist reichlich, sehr reichlich. Sie hat eine Pfeffernote. Also es ist eine Baseline von pfeffriger Schärfe ist auf jeden Fall im Spiel. Jetzt nicht so, dass mir jetzt schon nach den paar Zügen irgendwie die Lippe brennt oder die Zunge prickelt oder so. Aber der ist da, der Pfeffer. Sie hat eine leichte Röstnote. Wenn ihr nur mal die Toast ist das. Toast ist der Begriff, Toast ist die Note, die da aufgenannt wird. Sie hat eine gute Toastnote. Und liefert geschmacklich auch auf jeden Fall ab. Ich würde sie jetzt nicht als wirklich super, super kräftig beschreiben von der Geschmacksabgabe, aber deutlich kräftiger als das, was ich sonst gerne rauche, was halt milde dominikanische Zigarren sind. Da hat die hier schon wirklich ordentlichen Bums. Das ist aber auch ehrlich gesagt das, was ich von Heiko erwartet habe. Ja, wirkt sehr ausbalanciert. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, da tatsächlich einzelne Noten herauszupicken, dadurch, dass sie irgendwo so auf der Linie tanzt zwischen herb und würzig. Aber das bisher, so im ersten Eindruck, sehr gut. Also da kann ich mich nicht beschweren. Eine spannende, würzige, herbe Nicaragua. Sie macht einen interessanten ersten Eindruck. Ich bin gespannt, wie sie sich gerade für mich, der hier gerade ein bisschen etwas außerhalb seiner Komfortzone raucht, wie sie sich da im weiteren Verlauf entwickeln wird. Das werden wir dabei rausfinden. Ich werde natürlich das erste Drittel rauchen. Und wahrscheinlich ja, bis knapp vor der ersten Banderole und hole euch dann für einen ausführlicheren ersten Eindruck dazu. Ich bin gut eine Viertelstunde im Smoke. Ich Trottel habe gerade abgeascht. Normalerweise möchte ich euch immer gerne die Asche zeigen. Ich habe nicht drüber nachgedacht und habe einfach ganz normal abgeascht. Was auch daran liegt, dass sie mir geschmacklich sehr gut gefällt. Sie tanzt auf dieser Linie zwischen herb und würzig. Das ist unfassbar.
Und ich glaube, wenn man diese Zigarre mit einem eher süßen Getränk pairt, dann geht da die Luzi ab. Also ohne Witz, das glaube ich. Das kann ich jetzt nicht machen, dadurch, dass es natürlich den Eindruck der Zigarre verfälschen würde. Aber ich glaube, dazu zum Beispiel süßes Softgetränk, ja, das kann man auch zu Zigarren trinken. Ich glaube, dann geht echt die Party ab, weil das dann quasi wirklich ein tolles Zusammenspiel ergeben dürfte. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Sowas muss man immer ausprobieren. Aber das würde ich zumindest, oder eher einen süßen Rum oder vielleicht einen eher süßlichen Whisky. Das ist, glaube ich, da geht hier die Post ab. Man muss sich ein bisschen um sie kümmern. Das heißt, also die Zigarre mal so ein, zwei Minuten in den Aschenbecher legen und nicht dran ziehen, das mag sie nicht. Ihr seht auch jetzt, ich musste zweimal ziehen, damit da wieder Rauch kommt. Da ist sie ein bisschen, man muss sich ein bisschen um das Schätzchen kümmern, ne? Das ist jetzt bei Zigarren aber auch nicht unüblich. Es ist natürlich ein bisschen schade dadurch, dass man sie dann tendenziell eher schneller raucht als langsamer. Es gibt Zigarren, die kann man auch mal 2 Minuten, vielleicht sogar 3 Minuten in den Aschenbecher legen und danach macht man halt diesen Doppelpuff, diesen Doppelzug und dann ist alles wieder gut. Da ist die hier einen kleinen Tacken empfindlicher, was ich aber nicht als störend empfinde, dadurch, dass sie mir geschmacklich wirklich ausgenommen gut gefällt. Ich nehme die Banderole ab, gar kein Problem, Gott sei Dank. Wir sehen auch da nichts. Sind wertige Banderolen, das ist ja auch immer wichtig für einen Eindruck. Sie macht Spaß. Sie hat einen minimalen Schiefbrand, auch das. Ich drehe diese Reviews gerade hier im Herbst. Das ist sehr windig. Da lässt sich eine Zigarre nicht einwandfrei anzünden, wenn man nicht windgeschützt sitzt und steht, auch mit dem Jetflame-Feuerzeug nicht. Das ist so. Und der ist jetzt wirklich nicht dramatisch. Da mache ich mir keine Gedanken. Die Pfeffernote bleibt auf jeden Fall. Dieser Toastgeschmack nimmt zu, nimmt wirklich zu. Das hat ein, wie soll ich das von so, ja, ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist wirklich so sehr dunkel gerösteter Toast, der jetzt noch nicht schwarz ist, aber wirklich sehr dunkel geröstetes Brot. Das erinnert mich gerade sehr daran. Das ist super spannend, super interessant. Ich habe ein bisschen dunkel gerösteten Kaffee, wirklich sehr dunkel gerösteten Kaffee im Geschmack, so als kleine Unternote. Der hat sich ja schon im Kaltgeschmack ein bisschen und im Kaltgeruch ein bisschen angekündigt. Ja, sie macht gerade einfach Spaß. Sie macht einfach Spaß. Sie ist nicht zu herb, sie ist nicht zu würzig. Sie hat da eine gute Balance. Und ich habe wenig Zigarren geraucht, wenn ich ehrlich bin, die in dem Spektrum so eine gute Balance hingelegt haben. Es war jetzt auch erst das erste Drittel, das kann sich noch ändern, aber bisher macht sie super viel Spaß. Auch wenn man sich, wie gesagt, man muss sich ein bisschen um sie kümmern. Also die La Rosa, die mag nicht gerne allein gelassen werden, die braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Da muss man einfach gucken, dass man das Rauchtempo ein bisschen reguliert und zusieht, dass man regelmäßig an ihr zieht. Ich schätze, so alle 30 Sekunden wäre für mich jetzt ein guter Richtwert, so dem Gefühl nach, aber halt auch nicht zu oft und auch dann nicht zu heftig, damit sie einfach nicht so heiß abbrennt. Aber bisher an sich schöne Zigarre. Ich werde ins zweite Drittel reinrauchen, werde euch vermutlich ein bisschen eher als sonst dazu holen, dadurch, dass die Banderole hier halt so runtergeht und ich die Banderole ungern mit rauchen möchte, wer hätte es gedacht. Aber ich hole euch gleich einfach dazu und dann schauen wir mal, wie sie sich im weiteren Verlauf so verhalten hat. Ich bin jetzt gute 25 Minuten im Smog, hole euch dieses Mal ein bisschen eher dazu als üblicherweise. Dadurch, dass die Banderole halt vorne dieses ausgeformte, ich nenne es mal Schild hat und ich sie jetzt gleich schon abnehmen muss und ich euch immer vor der Banderole dazu hole. Das möchte ich auch heute nicht ändern. Ihr seht jetzt hier auch mal ein bisschen die Asche. Die ist nicht wirklich lose. Also es ist heute relativ windig. Sie hält im Großen und Ganzen. Sie flockt halt zum Rand hin so ein bisschen aus. Das ist okay. Ich habe jetzt keine Sorge, dass sie abfällt. Werde sie trotzdem einmal abwaschen. Einfach weil ich mein Glück kenne. Und sie will auch nicht wirklich abwaschen. Also das ist schon. Da ist die schon wirklich solide konstruiert. So, ach, jetzt haben wir es, aber es ist halt auch, ich muss mich hier nach vorne beugen. Ich habe hier ein Mikrofon vor mir. Es ist alles nicht so ganz einfach bei diesen Reviews. Ich werde mal die Banderole abnehmen und dann reden wir darüber, wie sie sich jetzt bisher geschmacklich verhalten hat. Wobei sie sich jetzt in den letzten 10 Minuten auch nicht wesentlich verändert hat. Ach, Freunde, das wollen wir doch sehen. Ganz ohne Probleme, super easy. Schöne Banderole. Ich mag die sehr, sehr klassisch. Man muss sich, wie gesagt, ein bisschen um sie kümmern. Das ist, glaube ich, das Thema bei der Zigarre, das ich ein bisschen mit ihr habe. Aber ich finde es ehrlich gesagt
nicht schlimm. Es ist jetzt noch nicht so unangenehm, dass ich sage, ach, das ist ein Biest und mit der muss sie kämpfen und so. Sie braucht Aufmerksamkeit. Es ist eine feine Dame, die Aufmerksamkeit, wie soll ich es sagen, verdient hat. Die Schärfe, die Würze nimmt ein kleines bisschen zu. Der Kaffee ist nahezu komplett weg. Diese grundsätzliche Würze und die herben Noten, dieser dunkel geröstete Kaffee, der ist halt leider weg. Das finde ich schade. Ich hoffe, er kommt noch mal wieder, weil ich mag ihn sehr. Dafür haben wir halt diese tollen, tollen Toastnoten. Wir haben einen tollen Tabakgeschmack, der sich schon durch die komplette Zigarre zieht. Halt einen sehr klaren, reinen Tabakgeschmack, so wie ich ihn eigentlich... Ich mag reinen Tabakgeschmack halt auch einfach. Sie erinnert mich wirklich an eine leicht würzige Honduras. Meine gern erwähnte, ich liebe die Lagalana, rauch da gerne mal rein in die Marke. Schaut in mein Lagalana Robusto Review. Die erinnert mich sehr an sie. Und das finde ich schön. Das ist eine schöne, angenehmige, eher würzige, herbe Zigarre. Ja, die Würze und die Schärfe, sie nimmt zu, aber sie ist noch nicht unangenehm geworden. Das heißt, es prickelt noch nichts. Und es ist halt auch wirklich diese Schärfe, die wirklich den Pfeffergeschmack in sich trägt. Es ist nicht nur eine hohle Schärfe, wo man sich denkt, oh, alles brennt, sondern es ist ein toller Pfeffergeschmack. Natürlich mit der Pfefferschärfe auch. Und das ist toll. Ich mag das, ich mag eine Schärfe dann, wenn sie nicht nur scharf ist, sondern tatsächlich auch noch mit Aromen daherkommt. Und das kann die La Rosa wirklich gut. Ich werde jetzt aber einfach mal den Rest der Zigarre rauchen und hole euch dann für einen abschließenden Eindruck nochmal dazu. Ich hoffe, dass sie so bleibt, wie sie ist. Dann habe ich kein Problem damit, dass ich ein bisschen mit ihr arbeiten muss, damit sie funktioniert, weil dann macht sie wirklich sehr viel Spaß. Aber das werden wir gleich im letzten Abschnitt erfahren, wenn ich euch zum abschließenden Eindruck nochmal dazu hole. Ich befinde mich jetzt gut 50 Minuten im Smoke. Ich werde den Smoke gleich beenden. Die Pfeffernote hat nochmal zugenommen zum Ende hin. Der Rauch wird langsam warm. Ich bin ja kein Fan von warmem Rauch, deswegen werde ich den Smoke beenden. Und jetzt gerade so in den letzten 5 Minuten kam die Nikotinkeule, die Nicaragua-Nikotinkeule hat zugeschlagen. Ich merke einfach, wenn ich jetzt noch länger an der Zigarre rumrauche, also ich könnte da sicherlich nochmal 5 Minuten rausholen, es würde mir persönlich einfach nicht bekommen. Das ist für jeden unterschiedlich. Da jeder reagiert da anders auf das Nikotin. Ich bin, wie gesagt, ein Leichtgewicht. Bin aber alles in allem, es ist eine schöne Zigarre. Es ist eine schöne Zigarre. Eine Zigarre mit einer guten Balance, die zwischendrin einen kleinen Geschmackswandel, nicht wirklich einen Wandel hinlegt, aber sich ein bisschen verändert. Tatsächlich glaube ich auch eine gute Zigarre für Leute, die vielleicht eher sonst im milden Spektrum unterwegs sind, bei den Dessertaromen, bei dominikanischen Zigarren. Die sollten sich die La Rosa de San Diego Classico Robusto Natural einmal angucken. So, das war auch das letzte Mal, dass ich den vollen Namen gesagt habe. 7,20 Euro kostet sie für die Robusto. Das finde ich absolut gerechtfertigt. Es ist eine gute Zigarre im mittleren Preissegment, absolut angemessen. Gute Konstruktion, also grundsätzlich so vom Zugwiderstand und vom Ascheverhalten her. Da gibt es keine Beschwerde, auch das Deckblatt, das ist nicht eingerissen. Die Banderolen gingen super ab, also da beeinträchtigt nichts das Raucherlebnis. Und wenn das eine Zigarre ist, auf die man sich einlassen kann und wo man vielleicht nicht gerade in einem Gespräch ist und die Zigarre, wie gesagt, auch einfach mal ein bisschen weglegt, dann wird sie einem viel Spaß machen, wenn man auf diese Aromen steht. Das kann ich wirklich sagen. Hier im Hintergrund liegt jetzt gerade wieder der rasenmähende Nachbar los. Das passt aber ganz gut. Ich werde jetzt das Review beenden. Vielen Dank nochmal an Heiko für die Empfehlung. Heiko, wie gesagt, der Mitglied unserer Facebook-Gruppe der Genussfreunde, schaut da gerne mal vorbei. Ist alles unten verlinkt. Wenn ihr eine Zigarrenempfehlung habt für mich, schreibt sie gerne in die Kommentare oder in die Facebook-Gruppe. Oder falls ihr ein Review spenden möchtet, das heißt, ihr könnt mir Produkte zukommen lassen, die ich mir angucke, macht das auch sehr, sehr gerne. Der kommt hier wirklich gerade sehr nahe, der Nachbar. Was ist denn da los? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vergesst den Daumen nach oben nicht, lasst ein Abo da. Und da unten findet ihr mein Review zu Lagalana Robusto, eine ähnliche Zigarre, wenn auch ein bisschen anders. Wir sehen uns im nächsten Video, garantiert mit etwas Genuss.